So, hallo YouTube. Für alle, die mal was anderes sehen wollen als Messer, vielleicht gibt es ein paar hier. Mit euch mache ich mal eine Baustellenbesichtigung. Die bauen hier bei uns gerade ein paar Windräder in der Nähe. Und da bin ich mal auf eine Baustelle und das ist ein richtig schweres Gerät, weil sie da gerade so einen Turm aufstellen. Da drüben sind die so ein paar Elemente angeliefert. Wollen wir kurz hinten reingehen. Wenn man sieht, wie groß sie sind, da ist auch der Schall ganz anders, da ist auch windgeschützt. Und da drüben steht der große Kran, der die Sachen aufstellt. Wahnsinn-Style. Ich habe mir mal ein Fahrrad dazu gestellt. Da ist richtig viel Material. Mein Fahrrad als Größenvergleich mal. Jetzt laufen wir außen rum zum Fundament und dann später gehen wir noch mal da zu einem von den Türmen. Stehen schon welche, zwei Stück. Das ist das fertige Fundament. Ich hoffe, die Windgeräusche sind nicht zu laut. Aber Wind muss da oben ja viel gehen, sonst bräuchte man ja die Dinger nicht. Jo, da werden die wohl verankert. Also ehrlich, ich möchte sowas nicht planen. Da reicht mein Wissen nicht aus dafür. Jo, cool. Okay. Ich fahre jetzt mal rüber zu den anderen Türmen. Und dann sehen wir uns wieder. So, wir sind jetzt hier an der nächsten Baustelle. Da drüben, wenn ihr seht, da wird noch eins gebaut. Da ist weiter noch nichts. Und hier drüben steht praktisch der Kran, wo wir gerade waren. Und da sind die Unterkünfte oder was, keine Ahnung, Materiallager. Und da läuft auch ein großer Kompressor. Ich hoffe mal, dass da keiner da ist. Also besser gesagt, ein Notstromaggregat wird es sein. Aggregat läuft da. Und wir müssen natürlich hier direkt, ich sehe gar nicht, wie weit es hoch geht, weil die Sonne einfach mich blendet und das Display. Gehen wir mal hoch, schauen wir mal. Also da sollen wir wohl nicht rein, wie es ausschaut. Gehen wir mal rein, ich weiß nicht, wo was sieht. Ja, da geht es hoch, aber ich komme mit dem Arm nicht weiter rein. Hallo! Wahnsinn Schall, beeindruckend. Ja, und da drüben ist das nächste. Und da können wir auch mal hin. Okay, mehr gibt es da nicht zu sehen. Bis gleich. So, die eine Baustelle, wo ich gerade hingehen wollte, da war ich nicht allein. Und dann bin ich mal nochmal in die andere Richtung gefahren. Das ist das Fundament von der vierten Baustelle. Da drüben stehen die zwei Türme. Und da drüben, wo der Kran steht, kann man ihn erkennen. Da war ich als erstes. Jetzt schaue ich mal, ob ich da nochmal rüberfahre zu dem letzten Turm. Der auf der rechten Seite praktisch, 10 von hier aus. Und schauen wir, ob die Leute, die da zu Besuch dort waren, so wie ich, weg sind. Dann drehe ich da auch noch ein kurzes Filmchen. Bis dahin. So, wir sind hier auf der vierten und letzten Baustelle. Vor mir ist wieder so ein großer Kran. Vorne sieht man den anderen Turm. Da drüben sieht man den Kran von der ersten Baustelle. Und wenn ich hier spreche, höre ich schon den Wahnsinnsschall von dem Turm hier. Hallo! Also der Nachhall sind bestimmt 10 Sekunden, unglaublich. So rein gehe ich nicht.
obwohl es anscheinend nur für Kinder verboten ist. Ja, oder werde ich jetzt wohl öfters mal herkommen und mal immer schauen, wie so der Stand ist. Ich weiß nicht, ob da noch mehr kommen in den nächsten Jahren. Wenn nicht, dann habe ich zumindest mal die in der Entstehung gesehen. Keine Ahnung, wie hoch der Turm ist, aber es werden wohl mehr als 100 Meter sein. Ja, und zu guter Letzt, wer es bis zum Schluss ausgehalten hat auf der Baustelle, kriegt natürlich noch ein Messer zu sehen. Das hat heute noch in den Rucksack mit reingepasst. Und zwar das DFDE 15 von Extrema Ratio. Das war damals das erste DFDE, das ich mir gegönnt habe. Das waren noch richtig stabile Fixblades. Ja. Nicht, dass mal einer sagt, auf meinem Kanal hätte es mal ein Video gegeben, wo es kein Messer zu sehen gegeben hat. Okay, dann mal danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.